B1.3. Berechnen Sie den prozentualen Anteil des Umfangs des Drachenvierecks MPQR am Umfang der Figur, die sich aus dem Kreisbogen BA sowie der Strecke AB zusammensetzt. Also wir brauchen hier wieder Umfang des Drachenvierecks, MPQR. Die haben wir in der Aufgabe davor schon berechnet. Da heißt es, U ist gleich, wir können hier spickeln, 14,76 cm. So, und zusätzlich brauchen wir jetzt noch hier Umfang der Figur Kreisbogen BA und der Strecke AB. Gucken wir da kurz in unsere Skizze rein. Ja, wir brauchen die Strecke AB und den Kreisbogen dazu. Die Strecke AB ist kein Problem, weil wir wissen ja, AB sind 4 cm, ist der Radius, MB sind auch 4 cm, also ist die Strecke AB 8 cm lang, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt noch der Kreisbogen BA. Zwei Möglichkeiten, entweder man zieht hier den kompletten Kreis drin, berechnet den Umfang des kompletten Kreises und teilt ihn durch 2, oder man berechnet halt das war jetzt ein falsches, die Bogenlänge über die Formel der Bogenlänge. Ja, Alpha durch 360 Grad mal 2 mal Pi mal R. Funktioniert beides, kommt beide aufs Gleiche raus. Vielleicht bei der Bogenlänge noch die Information. Dafür brauche ich mal Alpha, den Öffnungswinkel. Das ist im Prinzip hier nichts anderes als ein gestreckter Winkel, also 180 Grad. Also, nennen wir es U der Figur AB ist gleich die Strecke AB plus der Bogen, halt BA heißt der. So, die zwei müssen wir berechnen. Wie gesagt, AB kennen wir schon mit 8 cm. Den Bogen müssen wir noch berechnen. BA ist gleich. Und falls wir jetzt die Formel nicht mehr kennen, wir können ja hier in die Formelsammlung reinschauen. Seite 10 ist alles über den Kreis beschrieben. Und da gibt es jetzt entweder die Umfangsformel, die wir durch 2 teilen, oder wir benutzen den Kreisbogen und setzen für Alpha die 180 Grad ein. Ich benutze jetzt hier die Kreisbogenformel, also 180 Grad durch 360 Grad mal 2 mal Radius ist 4 cm mal Pi. Das tippe ich in den Taschenrechner ein und dann kommen raus 12,57 Zentimeter. Dann kann ich meinen Umfang vervollständigen, ist gleich 8 plus 12,57 und das sind dann 20,57 Zentimeter. Perfekt, ich habe meine beiden Größen und was muss man jetzt machen? Hier heißt es jetzt den prozentualen Anteil berechnen. Also folgt daraus, die 20,57 entsprechen unseren 100%. Ja, muss nachlesen, was von was. Der prozentuale Anteil des Umfangs vom MPQR an der Figur BA, nenne ich es jetzt mal. Also ist die Figur BA 100%. Und wo haben wir es stehen? Da ganz oben. Hier der Umfang von MPQR 14,76 entspricht dann den x%. So, das müssen wir jetzt auflösen. Ich mache es mir folgt. Ich starte mit dem x. X ist gleich. Und jetzt z-förmig auflösen. Ja, ich male so ein z rein. Und jetzt heißt es, wenn ich mit dem x gestartet habe, x ist gleich. Ja, machen wir vielleicht so nochmal. X ist gleich 1. mal 2. geteilt durch 3. Ist beim Prozentrechnung eigentlich immer so. Also 14,76 mal 100 geteilt durch die 3. Größe 20,57. So, das tippt man wieder in den Taschenrechner ein und dann kommen raus 71,75%. Ja, und damit müsste jetzt die Aufgabe auch erledigt sein. Berechnen Sie den prozentualen Anteil. Ja, also auch bei Prozentaufgabe immer genau beachten, was ist eigentlich gefragt. Prozentualer Anteil ist so fertig, aber manchmal heißt die Frage zum Beispiel auch, um wie viel Prozent ist das Ding kleiner geworden oder ist es kleiner. Da muss man dann nochmal aufpassen und entsprechend vielleicht von 100% noch was abziehen oder sowas. Gut, aber die Aufgabe ist so erledigt. Fertig.